willkommen in unserer Woche. Ich starte heute auch wieder richtig gut gelaunt, denn ich weiß jetzt, warum wir die letzte Woche zumindest so schlecht geschlafen haben. Und die Nacht vor allen Dingen von Samstag auf Sonntag war der pure Horror. Da habe ich eigentlich nur so eine Stunde ungefähr geschlafen. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Und es lag einfach daran, dass Luca richtig sich wieder erkältet hatte. Wir denken auch, dass er zahnt, trotz allem. Aber man sagt ja auch häufig, dass Babys, die zahnen, schneller krank werden. Und gestern war halt dann wirklich so der Höhepunkt mit echt einer Rotznase. Und heute Nacht war es dann schon viel besser, war nur sehr anhänglich, was er auch nur ist, wenn es ihm eben nicht gut geht. Und ja, heute der Tag ist wieder super. Also ich bin echt erleichtert und er hat auch vorhin ein Schläfchen gemacht, sodass ich ein bisschen Zeit für mich hatte. Und ja, ihr habt gerade von mir die Aufnahme gesehen von meinem Körper. Ich habe heute mal wieder was Richtiges an, auch was Figurbetontes. Und ich fühle mich eigentlich mit den 10 Kilo mehr trotzdem relativ wohl. Ich finde es nur doof, dass mein Bauch vorne noch so nach außen hängt, als wäre ich eben schwanger. Und ich vermute aber, das liegt tatsächlich am Beckenboden. Da möchte ich jetzt auf jeden Fall noch mal weiter dran arbeiten, weil vielleicht erinnert ihr euch oder vielleicht wisst ihr es auch nicht. Ich habe ja den Rückbildungskurs abgebrochen, weil ich den einfach nicht gut fand und wollte das dann selber in Angriff nehmen. Habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Und deswegen möchte ich da jetzt auf jeden Fall noch mal dran gehen. Also ich habe grundsätzlich keine Probleme mit dem Halten oder so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht so wie vorher halt. Natürlich ist ja auch logisch, aber da geht noch was, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich mir da auch was bestellt, was ich jetzt erstmal ausprobieren möchte. Mal gucken, ob ich das dann durchziehe. Und dann werde ich euch natürlich auch davon berichten. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. Wir sind mittlerweile wieder unter den Lebenden. Oh, es hat uns jetzt alle voll erwischt. Es war so schrecklich. Vor allen Dingen gestern und vorgestern hatte ich halt auch erhöhte Temperatur um 38 Grad. Hat mich voll schwindelig gefühlt und ja, also vorgestern hat es eigentlich auch erst so am Nachmittag angefangen, so um 16 Uhr ungefähr, als meine Mama auch wieder nach Hause gefahren ist, weil die hat uns ja Dienstag besucht. Ja, und dann den ganzen Abend ging es mir nicht gut und dann die Nacht war wieder voller Horror. Also mein Mann hat mir schon auch geholfen, aber er musste ja schließlich morgens wieder losfahren, weshalb ich dann schon versuche, den Hauptteil zu machen. Aber so heute Nacht zum Beispiel auch wieder ab 2 Uhr. Seit 2 Uhr war ich dann wach, nur heute hatte ich echt Glück, weil ich habe ihn dann um, ich glaube, 8 Uhr nochmal zum Schlafen gebracht und habe dann mit ihm geschlafen bis jetzt so um 11 rum, was ich normalerweise nie mache. Aber da es ging nicht anders. Also ich meine damit, dass normalerweise sind wir dann schon wach eben und dann legt er sich von 10 bis 11 meistens nur nochmal hin. Und da bin ich dann oft schon so wach, dass ich mich eben dann schon auch versuche hinzulegen. Aber da er nur so eine Dreiviertelstunde, Stunde dann schläft, komme ich gar nicht erst in den Schlaf, weil ich so viel im Kopf habe an Ideen und was ich machen will, dass ich da so motiviert bin, irgendwie im Kopf halt, dass ich dann noch nachdenke und es nicht abschalten kann. Und kurz bevor ich dann wegsinke in den Schlaf, ist er schon wieder wach. Deswegen bringt das tagsüber halt nichts, weil er ja immer nur eine Stunde am Tag schläft, zwischen 5 Uhr morgens und 18 Uhr. Ansonsten habe ich mir gedacht, ich verrate euch jetzt doch schon mal ein bisschen was, was ich so an Erkenntnissen gewonnen habe letzte Woche, weil die sich jetzt auch wirklich gefestigt haben. Es fühlt sich richtig gut an. Ich bin total motiviert, total glücklich. Bin auch schon eben an den Änderungen dran, wenn es auch noch für euch nicht so richtig sichtbar ist, aber in meinem Kopf halt und auch in den Kanälen, die ich verfolge sozusagen, vor allen Dingen auf Instagram, habe ich jetzt doch wieder einigen Kanälen entfolgt, weil sie mir in meinem Alltag nichts bringen, mich nicht sonderlich motivieren oder mich informieren und andere Kanäle halt schon. Und es geht darum, dass ich halt festgestellt habe, da werde ich mir nochmal ein extra Video dazu machen, dass ich einfach den, seit ich den Mama-Content mache, also davor hatte ich nur, was ich mag, da wurde ich vielen Ansprüchen nicht gerecht, weil die Leute gleich im Kopf hatten, ich sei Minimalist. Habe ich jetzt hier noch Schokolade hängen? Ich habe gerade Schokoladenkekse hier gegessen. Mm.
Ja, auf jeden Fall dachten viele, dass ich Minimalist sei oder haben das von mir erwartet und am besten noch Veganer und kein Auto mehr und was auch immer, nicht mehr fliegen. Also das ist immer so, dass wenn man sagt, man macht irgendwas, dass halt immer gleich 100% verlangt wird. Und jetzt beim Mama sein hätte ich nicht gedacht, dass es genau dasselbe ist, aber tatsächlich, seit ich auf Mama-Content schon umgestellt habe, haben viele von mir erwartet, irgendwie so eine typische, ich sag jetzt typische Mama zu sein, wie man sich so aus dem Bilderbuch vorstellt. Also die Mama, die sich nur mit dem Kind beschäftigt, die da völlig drin aufgeht, die keine eigenen Interessen hat und beziehungsweise deren eigene Interessen eigentlich nur das Kind sind. Und ja, dass ich eine Hausfee praktisch auch bin und mich mit Hausputz und allem gut auskenne, dabei bin ich halt all das überhaupt nicht. Also ich würde sagen, ich bin eine sehr gute Mama, weil ich einfach mit ganz, ganz viel Liebe dran gehe, mit Kreativität. Ich informiere mich unglaublich gut. Also ich glaube, dass es Luca sehr, sehr gut bei mir hat. Aber ich bin halt eben nicht die klassische Mama, wo deswegen kann ich auch nicht zu solchen Müttertreffs gehen, weil ich da einfach nie Verständnis finde. Das ist so krass, deswegen fühle ich mich da nicht wohl. Das habe ich alles jetzt so realisiert. Es hängt eben mit Beruf zusammen, mit Privatleben, mit allem. Und deswegen verstehe ich mich auch so gut mit meiner Nachbarin, weil wenn ich halt dann, ich rede gerne über meine Projekte, also ich rede schon gerne auch über Luca, aber ich habe den ja den ganzen Tag um mich und ich rede dann auch gerne über andere Sachen und erzähle dann über meine Arbeit, dass ich ein Branding mache, dass ich ein Business aufbaue, dass ich mich in 5 Jahren mit einem 5-köpfigen Team sehe, dass ich eine Unternehmerin bin und jetzt einfach pausiert habe und ja, schwärme halt von den ganzen Themen und da kommt halt dann ganz oft so, das finde ich überhaupt nicht gut. Also ich finde, du solltest dich komplett um dein Kind kümmern in den ersten 2-3 Jahren und so weiter und so fort. Wie gesagt, da wollte ich nochmal ein extra Video dazu machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass da halt einfach große Dissonanzen sind. Und das merke ich auch teilweise hier, weil viele von euch das auch von mir erwarten. Aber ich muss die Erwartung ja nicht erfüllen. Ich muss ja selber in mir ruhen und glücklich sein. Und das habe ich jetzt wieder realisiert. Deswegen werde ich halt auch thematisch wieder mehr behandeln, einfach was mir Spaß macht und nicht versuchen, irgendwelche Mama-Themen auf den Tisch zu bringen. Weil ich da einfach nie der Experte so sein werde, wie es manche sich vorstellen oder wünschen sozusagen. Auch viele haben ja gemeint, ich komme rüber wie ein Experte bei dem Geschenketipps-Video. Dabei ging es gar nicht um das Mama-Sein und die Geschenke fürs Baby, sondern ich bin halt quasi in meinen Augen ein Experte für bewusstes Konsumieren. Durch meine lange Studie sozusagen und meine Nur-was-ich-mag-Methode. Ich habe mich ja intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, also mit Minimalismus und eben Konsum und so weiter. Und das spielt ja keine Rolle, was es dann für Artikel sind, über die ich rede, sondern es geht ja immer nur ums Grundprinzip. Und dadurch habe ich mich sehr selbstsicher gefühlt und da haben sich viele so gedacht, die hat doch erst seit 6 Monaten ein Kind, wie kann die das wissen? Und immer dieses Kritische, das geht mir auf den Keks. Das geht mir echt auf den Keks. Und deswegen werde ich jetzt doch einfach wieder mehr mein Ding machen. Also mache ich ja eigentlich immer, aber jetzt habe ich auch selber wieder einen Plan im Kopf und es tut einfach unglaublich gut. Die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen, denn ich musste noch Fotos ausdrucken im DM, vor allen Dingen für die Weihnachtskarten und ja, noch Rahmen und sowas habe ich besorgt, weil ich das doch jetzt ein sehr schönes Geschenk auch für die Familie finde, weil ich weiß, dass meine Familie sich mega über sowas freut. Und ja, tatsächlich habe ich es noch nicht geschafft, diesen Vlog zu schneiden. Die Woche war ich wirklich viel krank zum einen und zum anderen. Habe ich mich auch wirklich fokussiert auf meinen Online-Kurs, dass das vorangeht. Und ja, deswegen werde ich jetzt heute Abend, nachdem wir noch eine kleine Weihnachtsfeier haben werden bei uns im Haus, ja noch ein bisschen arbeiten und den Rest dann wieder morgen früh machen. Aber nun ja, ich werde wahrscheinlich eher um 6 oder um 5 geweckt, wenn ich Glück habe, nicht schon früher. Und dann ja, schneide ich es einfach da. Ist halt manchmal so, zum Glück habe ich momentan eben nur ein Video pro Woche sicher, wobei ja diese Woche auch ein Nur-was-ich-mag-Video online ging, an dem ich 4 Wochen gearbeitet habe. Immer mal wieder ein bisschen und es tut einfach so gut, mich da jetzt nicht mehr zu stressen, sondern wirklich nur noch daran Spaß zu haben und ich merke einfach auch wieder, wie die Kreativität dadurch zurückkehrt. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love.
Heute ist der 4. Advent und ich bin immer noch erkältet. Ah, es ist so ein Auf und Ab. Ich dachte eigentlich, es ist schon viel, viel besser. Aber gestern und heute ist es wieder irgendwie schlimmer so hier. Ich habe immer Nebenhöhlenentzündung und es ist nicht so schlimm, weil ich natürlich schon Medizin nehme und sowas nehme. Aber naja, es ist nicht so optimal auf jeden Fall. Luca geht es auf jeden Fall auch schon besser, aber er ist jetzt frisch im Schub drin und man merkt es auf jeden Fall eindeutig. Wir hatten 2 Nächte, die jetzt ganz okay waren und jetzt geht es wieder los, dass er auch nicht möchte, dass ich den Raum verlasse und so. Mal gucken, wie lange das anhält. Und wie immer beantworte ich wieder eine Videofrage im Vlog und wenn ihr eine Frage an mich habt, die ihr mir gerne stellen möchtet, könnt ihr das immer gerne in den Kommentaren tun unter den Vlogs mit dem Begriff Videofrage vorne dran. Danach filtere ich nämlich. Und ja, es wurde gefragt, wie ich auf den Namen La Luna Lee gekommen bin und wohin es in Urlaub geht. Und den genauen Ort möchte ich noch nicht verraten. Werde ich euch natürlich dann nachträglich, ist sehr klar. Aber wir haben uns für das Land Italien entschieden. Und La Luna Lee ist ja meine Marke, die ich sozusagen ganz frisch gegründet habe dieses Jahr. Da geht es um einen kleinen Printshop für die ganze Familie. Es gibt Textilien vorwiegend, also Kleidung, aber auch ein paar Sachen wie zum Beispiel eine Tasse, Kissenbezug oder eine Tasche und sowas. Und ich mache eben die Designs da drauf. Das heißt, vieles oder das meiste ist komplett Handschrift. Ich habe jetzt sogar eine Druckschrift entworfen, die ich dann verwende. Bei meinem neuesten Design ist zum Beispiel ja alles komplett aus meiner Feder sozusagen. Das ist das größte Geschenk, das Motiv. Und das geht natürlich das ganze Jahr über, vor allen Dingen auch, wenn man zum Beispiel das Geschlecht verkünden möchte oder so. Oder jetzt eben zu Weihnachten, finde ich, passt es halt auch richtig, richtig gut. Und jetzt eben zur eigentlichen Frage, wie kam ich auf den Namen? Also ich hatte eigentlich mir gewünscht, dass irgendwie Luca, also Lu, da drin vorkommt. Und bei Lu musste ich direkt an Luna denken und es hat halt einfach perfekt gepasst, auch mit dem Himmelthema bei Lukas Zimmer. Und dann war es auch so, dass ja das Lieblingslied von Luca zum Einschlafen Lale Lu ist. Und dann ist es auch so eine Abwandlung quasi davon. Und ich habe halt ganz viel dann mit verschiedenen L-Silben gearbeitet und so lange hin und her gedreht, bis es ein Begriff wurde, den es so noch nicht gibt. Und dann habe ich den auch gegoogelt und habe natürlich nach der Bedeutung geschaut. Und der bedeutet der kleine Prinz oder der Prinz dort auf verschiedenen Sprachen. Und das fand ich einfach so, so schön. Das passt einfach alles richtig gut zusammen. Das heißt, ich habe es im Prinzip mit dem Gedanken an Luca entworfen, den gesamten Shop, den Namen und das Logo. Und ja, daraus entsteht vielleicht aber auch noch mehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mag ich es super gerne und bin sehr, sehr froh, dass ich die Idee so hatte. Und es macht einfach so, so viel Spaß, auch gerade jetzt das Branding auf Instagram zu übertragen. Und ich merke total, dass das Grafikdesigner-Herz da wieder entflammt wird. Und dass ich dadurch auch eben wieder viel mehr Bock habe, was Besonderes zu machen auf Social Media und mir lieber mehr Zeit zu nehmen und eben coole Sachen zu machen. Zum Beispiel auch mein Nur, was ich mag-Video habe ich dieses Mal ein bisschen anders aufgebaut, dass es mal wieder einen spannenderen Inhalt hat, einen spannenderen Aufbau, wie gesagt. Oder jetzt auch mein neuestes Bild auf Instagram ist halt einfach mal was anderes. Ich habe richtig Lust, so kreativer zu sein und Dinge auszuprobieren, die neuesten Trends auszuprobieren. Also was die Technik betrifft, dass jetzt eben auch bei Instagram-Bildern immer so bewegte Inhalte quasi drin sind. Deswegen hatte ich ja die Kerzen animiert zum Beispiel auch in meinem Bild. Und ja, freue ich mich einfach richtig drauf, das neue Jahr jetzt auch wieder frisch zu starten. Mir weniger Gedanken darüber zu machen, was ich bisher gemacht habe, sondern einfach zu überlegen, worauf habe ich in Zukunft Lust. Außerdem wird sich noch einiges hier im Hintergrund in den nächsten Wochen ändern, denn ich habe gestern oder vorgestern bestellt einige Sachen, um das Ganze hier richtig schön umzugestalten und auch meinem Branding in Zukunft oder meinem zukünftigen Branding anzupassen. Da werde ich natürlich auch Videos hier für typisch Sissy drehen, aber wie ihr merkt, drehe ich die ja auch ganz viel in der Wohnung verteilt, die privaten Videos sozusagen. Aber meine Firmenvideos werde ich dann in Zukunft alle hier drehen und ich weiß auch nicht, es erfüllt mich so mit Leidenschaft und Motivation, dass ich richtig Bock habe, da einfach weiterzumachen und eben dran zu arbeiten. Für weitere solche persönlichen Videos könnt ihr gerne mal hier in meiner Playlist reinschauen oder hier unten auch kostenlos meinen Kanal abonnieren, denn es gibt jeden Sonntag einen persönlichen Weekly Vlog von mir und immer mal wieder zwischendurch auch unter der Woche ein Video zum Thema Einrichtungen, nur was ich mag, zum Thema Mama sein oder auch in Zukunft wieder mehr zum Thema Planung. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!